Dann musst du noch übertragen, gell? Dann ist es jetzt bei mir 16:30 Uhr. Passt, dann fangen wir an. Okay. Hey, hallo und herzlich willkommen zu unseren Expert Talks Sales. Design Thinking. Das ist in letzter Zeit immer ein Buzzword, wenn es um agile Entwicklung geht, wenn es darum geht, irgendetwas möglichst kundenzentriert zu entwickeln. Aber die Frage ist, was steckt da wirklich dahinter und wie können wir das im Vertrieb geschickt anwenden? Heute darf ich dazu mit Pauline Thonhauser, Gründerin von Design Thinking Coach und Design Thinking Expertin, dazu sprechen. Pauline, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total auf heute und jetzt mit dir zu sprechen. Zunächst würde ich dich einfach mal gerne bitten, dich selber vorzustellen. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also ich bin ursprünglich Produktdesignerin, also ich habe Produktdesign studiert und habe dann aber während des Studiums gemerkt, irgendwie ist meine Neugierde noch nicht gestillt. Ich habe mich dann immer wieder informiert, was könnte ich denn noch machen und bin dann irgendwann auf Design Thinking gestoßen und fand das irgendwie irre spannend. Und so bin ich da irgendwie dran gekommen, habe eine Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, einen Zertifizierungslehrgang. Und also wie das so ist, wenn man begeistert ist von Sachen, dann bleibt man irgendwie einfach dabei. Und so habe ich angefangen, als Design Thinking Coach zu arbeiten für verschiedene Anbieter, HPI Academy, verschiedene Schulen. Und habe dann irgendwann einfach gesagt, 2014, jetzt gründe ich selber. Und habe dann die Design Thinking Coach Academy gegründet und berate seitdem mit einem Remote-Team zusammen Unternehmen. Wir führen Design Thinking ein und wir bilden Design Thinking Coaches aus. Sehr cool. Also schon 6 Jahre, verflixtes 7. Jahr im Selbstständigen. Genau. Jetzt Design Thinking, kannst du kurz in wenigen Worten kurz erklären, was das eigentlich ist? Für die, die das vielleicht noch nicht so kennen. Ja, also an dieser Erklärung arbeite ich schon seit einigen Jahren. Ich habe es auch immer versucht, meiner Mutter zu erklären, was irgendwann dann auch geklappt hat. Also Design Thinking ist ein Problemlösungsprozess. Es geht darum, dass man komplexe Probleme, wir nennen das Design Challenges, aus allen möglichen Branchen, dass man dafür innovative Ideen entwickelt, dass man auf neue Lösungen kommt, dass man out of the box denkt und dass man gerade in solchen Situationen, wo man vielleicht halb überfordert ist, wo es ganz viele Parameter gibt, ein Werkzeug hat, was einen wirklich voranbringt und was wirklich zu neuen Lösungen führt. Super, danke. Was ihr am Anfang vergessen habt zu sagen, das ist ein interaktiver Talk. Das heißt, wenn wir unsere Zuseher jetzt Fragen haben, können wir die einfach im LinkedIn im Chat stellen und meine Kollegen spielen die uns dann rein. Und dann können wir noch, falls noch weitere Fragen kommen, direkt hier mit der Pauline zusammen beantworten. Cool. Jetzt, wenn man sich anschaut, so die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von Design Thinking, was ist da das Spannende von deiner Seite, aus deiner Sicht? Also das Spannende ist auf jeden Fall die Nutzerzentriertheit. Also wir gehen Probleme immer nutzerzentriert an. Also man kann das Ganze ja, also man kann Innovation ja von verschiedenen Richtungen denken. Man kann jetzt sagen, ich schaue mal, welche neuen Lösungen gibt es eigentlich gerade in der Entwicklung, also welche technischen neuen Entwicklungen gibt es. Man kann gucken, was braucht die Wirtschaft gerade Neues, welche neuen Businessmodelle gibt es. Und dann kann man gucken, was braucht der Mensch eigentlich gerade Neues. Gerade jetzt in Zeiten von Corona zum Beispiel, welche Bedürfnisse gibt es gerade eigentlich auf dem Markt? Und Design Thinking ist ein Ansatz, der immer sagt, wir gehen eigentlich vom Menschen aus, weil wenn der Mensch am Ende eine Lösung, eine Innovation, ein Produkt gar nicht benutzen mag und gar nicht wirklich braucht, dann müssen wir es auch nicht entwickeln. Also diese drei Sachen müssen irgendwann zusammenkommen. Also der Mensch mit seinen Bedürfnissen, die Wirtschaftlichkeit und natürlich auch die Umsetzbarkeit, die Technologie dahinter. Und Design Thinking hat halt den großen Vorteil, dass wir beim Menschen anfangen und auch immer ganz nah am Menschen arbeiten und so auch immer auf dem neuesten Stand sind, was braucht er eigentlich gerade.
Wenn du jetzt sagst, wir arbeiten ganz nah am Menschen, was heißt das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also du kannst es dir so vorstellen, dass wir am Anfang von einem Design Thinking Prozess eine Fragestellung, also eine offene Fragestellung formulieren. Mhm. Und diese erste Phase im Prozess dreht sich dann im Grunde um das Verständnis der Frage. Also es geht darum zu verstehen erstmal, welche Menschen sind betroffen von der Fragestellung. Zum Beispiel bei einem Sales-Prozess. Wer ist der Kunde logischerweise? Aber auch, wer sind die anderen Stakeholder? Zum Beispiel ein Verkäufer, eine Hotline. Also wer ist eigentlich alles in so einem Prozess betroffen? Mhm. Und wie können wir jetzt verstehen, was die verschiedenen Knackpunkte sind? Also was sind die Bedürfnisse? Was sind die Pain Points? Vielleicht auch von einem Sales-Mitarbeiter oder von einem Kunden. Und diese erste Phase im Prozess versuchen wir immer zu verstehen, was brauchen die, wo sind die Probleme, wo sind Begeisterungsfaktoren, wo sind Schmerzpunkte. Und dieses Verständnis hilft uns dann in der zweiten Phase des Prozesses, Lösungen zu entwickeln, die halt auch wirklich passgenau sind. Also ich schaue mir genau an, was gebraucht wird und genau. Kann das dann dementsprechend bearbeiten. Genau, und zum Beispiel arbeiten wir da viel mit Interviews, also wir gehen raus, also wir denken uns das nicht zu Hause auf, sondern wir gehen wirklich raus, wir sprechen mit diesen Stakeholdern, wir explorieren die, wir versuchen uns in die Perspektive dieser Menschen hineinzuversetzen und einfach mal alles zu vergessen, was wir schon meinen, über die zu wissen. Denn wir meinen immer unheimlich viel zu wissen. Wir haben immer unser eigenes Modell von der Welt. So funktioniert die Welt. So funktionieren unsere Kunden. So funktionieren unsere Mitarbeiter. Und ich erlebe das halt wirklich immer wieder in Workshops mit Unternehmen, ja, dass die total überrascht sind, wenn die dann wirklich mal so ein Interview führen mit einem Nutzer oder mit einem Mitarbeiter, der betroffen ist von einem Problem. Und wenn du jetzt sagst, wir gehen raus, wir reden mit den Leuten, wir machen Interviews, jetzt stelle ich mir das im letzten Jahr ein bisschen schwierig vor. Nicht? Ja. Design Thinking als Workshop-Charakter ist immer sehr, sehr interaktiv und sehr von den Räumlichkeiten beeinflusst. Wie geht das momentan? Wie kann man da weitermachen? Also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben das ganz natürlich aufs Digitale verlegt. Mhm. Wir haben viel mit digitalen Whiteboards gearbeitet, mit Zoom, mit Kollaborationstools. Wir haben sozusagen dieses ganze kreative Environment einfach in den digitalen Raum übertragen. Und wir haben die Interviews auch einfach mit Zoom geführt. Also wir haben uns die Leute, die Kunden vorher gesucht, haben die recherchiert, haben die eingeladen und haben dann einfach Online-Interviews geführt mit denen. Ist das jetzt, gibt es Vorteile jetzt, dass man alles online macht über Zoom und über digitale Whiteboards? Es gibt Vorteile und es gibt Nachteile. Okay. Also der Vorteil ist auf jeden Fall dieses Ortsunabhängige, ne? Also dass einfach Teams mit Menschen von verschiedenen Orten wirklich zusammenarbeiten können. Mhm. Dass wir zum Beispiel auch Nutzer, die jetzt vielleicht in anderen Ländern sind, befragen können. Wir hatten zum Beispiel mit Plan Deutschland, der NGO, einen Workshop, also ein kleines Projekt, jetzt während der Corona-Zeit. Und wir haben dann zum Beispiel Interviews geführt mit Afrika, mit verschiedenen Ländern aus der EU. Und das hat halt einfach super gut funktioniert. Und das wäre natürlich jetzt nicht möglich gewesen, die alle einzufliegen, logischerweise. Ja, sicher. Spannend. Wenn wir jetzt anschauen, du hast vorhin schon den Vertrieb angesprochen gehabt, Design Thinking in seinem Vertriebsprozess. Kann man das gut anwenden oder ist das eher schwierig? Wie könnte man da Design Thinking mit reinbringen? Ja, also ich finde den Vertriebsprozess eigentlich ein super, super schönes Beispiel für Design Thinking. Also erstmal muss man sagen, sämtliche komplexe Probleme, die Menschen betreffen aus sämtlichen Branchen, sind Design Thinking Themen. Und je mehr es um Menschen geht und um Bedürfnisse, desto stärker ist die Methode Design Thinking. Und wenn wir jetzt so einen Sales-Prozess uns angucken, dann geht es natürlich extremst um Bedürfnisse. Es geht immer darum herauszufinden, was sind wirklich Bedürfnisse, warum trifft ein Kunde eine Kaufentscheidung,
Aber auch, was für ein Mensch steckt dahinter? Wie muss ich mit dem eigentlich reden? Und was passiert eigentlich vor diesem Verkaufsprozess im Marketing? Wo treffe ich diese Kunden eigentlich an und was bewegt die? Wie fange ich an, mit denen zu reden? Welche Themen muss ich eigentlich ansprechen, um überhaupt auf Augenhöhe und ja, einfach so einen schönen Kontakt aufzubauen zum Kunden? Und das sind alles Sachen, die kann man mit Design Thinking wirklich explorieren, erforschen. Und gerade beim Sales kann man da wirklich auf ganz, ganz neue Vertriebsmöglichkeiten kommen. Wie könnt ihr mir das jetzt vorstellen? Wenn ich sage, ich schaue mir das an und es klingt immer so toll, ich komme auf ganz neue Ergebnisse. Aber ich habe noch ein bisschen Probleme, jetzt zu mir direkt vorzustellen. Wie funktioniert das genau? Kannst du da noch mal ein bisschen reingehen? Ich habe ein Beispiel von Kunden von euch. Also wir können das gerne mal an einem Beispiel explorieren einfach. Also, also welche Herausforderung oder welches Produkt zum Beispiel? Ja, eine Herausforderung, die viele Kunden jetzt haben, ist allein die Tatsache, dass man sich nicht mehr persönlich trifft, dass alles nur über Remote läuft, dass man auch keine Lust mehr hat, über den 50. Zoom-Call in der Woche zu sitzen. Und dass da einfach diese persönliche Verbindung verloren geht. Und dann ist natürlich noch spannend zu überlegen, für welches Produkt, ne? Weil reden wir jetzt von einem Autoverkauf, reden wir von Software, die sowieso schon digital verkauft wird. Also ich finde es spannend, jetzt auch mal zu überlegen, was für ein Produkt. Weil der Design-Thinking-Prozess würde ja komplett anders aussehen. Also je nachdem, was für einen Kunden und was für eine Branche habt, ist auch der Ansatz unterschiedlich oder ist das einfach nur so zum Durchspielen wichtig? Also der Prozess ist natürlich immer derselbe, aber wie man diesen Prozess dann anwendet und gestaltet, wäre halt anders. Ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel, also spannend ist doch eigentlich jetzt ein Produkt zu nehmen, was bisher wirklich face-to-face verkauft wurde, ja? Mhm. Wir können es einfach mal gerne beim Auto bleiben. Mhm. Also wenn wir jetzt an dieses klassische Autohaus denken, wir haben jetzt geschlossen gerade. Und dann würden wir halt hingehen und sagen, okay, wir stehen vor einer Herausforderung, vor einem komplexen Problem. Und zwar, ihr könnt gerade nichts verkaufen im Autohaus. Und dann würden wir eine Design-Challenge erstmal formulieren mit dem Kunden. Und die könnte zum Beispiel lauten, wie können wir es schaffen, unseren ABC-Kunden, vielleicht gibt es schon spezielle Kunden, ihren Traumwagen zu verkaufen in einer Welt, in der man sich nicht mehr live treffen darf. Oder in der man nur noch zu zweit draußen mit einem Meter Abstand spazieren gehen darf. Und das wäre jetzt so eine Design-Challenge, wo ein Problem drin ist, ein Kontext und ein klarer Nutzer auch schon. Mhm. Und dann könnten wir hingehen und mit einem digitalen Workshop diese Design-Challenge erstmal explorieren und dazu erstmal schauen, was fällt uns denn eigentlich alles dazu ein, zu der jetzigen Situation, zu dem Problem. Und wir würden dann halt diesen Problemraum erstmal mappen und gucken, welche Sachen wissen wir noch nicht und was sind Variablen, wie zum Beispiel politische Entscheidungen. Und dann würden wir hingehen und gucken, wie können wir jetzt herausfinden, wo aktuell die Bedürfnisse dieser Kunden liegen. Wir würden mit diesen Kunden in Kontakt gehen. Wir würden versuchen, tatsächlich auch mit denen zu sprechen. Ne, und vielleicht auch Kunden, mit denen wir schon guten Kontakt haben, mit denen auch Interviews führen, um dann halt von da aus herauszufinden, was sind wirklich ganz konkrete Bedürfnisse und Painpoints von diesen Nutzern. Und damit würden wir dann in den Ideenentwicklungsprozess gehen. Und wenn du jetzt sagst, wir würden das angucken, was ist das für ein Team? Schaue ich mir das jetzt als ich als Verkäufer direkt an oder hilft es da auch dann, den Beispielskunden mit einzubinden in diesen kreativen Prozess? Genau, also wenn wir jetzt bei dem Autobeispiel bleiben, dann würden wir am Anfang erstmal gucken, wer sollte eigentlich Teil dieses Teamseins? Also wer sollte im Workshop drin sein? Und da würde ich dann auf jeden Fall Verkäufer mit reinnehmen, weil die müssen es ja dann später auch umsetzen. Auf jeden Fall ja, also alle, die eigentlich Wissen über den Kunden haben, auch aus diesem Vertrieb mich mit reinnehmen. Es müsste auf jeden Fall ein externer Design Thinking Coach moderiert den Prozess. Und man könnte auch gucken, ob man vielleicht jemanden mit reinnimmt,
der Experte ist im Bereich Online-Sales, vielleicht ein Experte aus einer ganz anderen Branche, die vielleicht schon viel innovativer ist als die Autobranche. Und dann würden wir so ein multidisziplinäres Team zusammenstellen von 4 bis 6 Leuten, wo einfach verschiedene Wissensbereiche abgedeckt sind, um dann möglichst einen 360-Grad-Blickwinkel auf dieses Problem werfen zu können. Okay. Also möglichst von vielen unterschiedlichen Ebenen die ganze Herausforderung anschauen. Genau. Jetzt eine Frage bekommen, und zwar, kann man mit Design Thinking auch irgendwie die gesamte Kundenakquise schneller und effizienter gestalten? Gerade wenn man momentan das Problem hat, dass es eher langsam ist? Das wäre eine Design-Challenge an sich. Also wie können wir unsere Kundenakquise schneller und effizienter gestalten? Und dann würden wir uns zum Beispiel den jetzigen Prozess angucken, würden das als Ausgangspunkt nehmen, also so eine Inside-Out-Perspektive erstmal herstellen. Und dann würden wir wieder rausgehen, Perspektive wechseln, mit den Nutzern sprechen und eine Outside-In-Perspektive einnehmen. Also unseren Blickwinkel wieder wechseln und die Inspiration halt wieder vom Kunden holen letztendlich. Jetzt redest du die ganze Zeit über, wir schauen uns die Kunden an, wir recherchieren und so weiter. Es klingt noch so überhaupt nicht, als ob wir eine Lösung finden. Und es geht ja eigentlich darum, um dann Kreatives zu entwickeln. Genau. Und hier sparen wir uns eigentlich die Zeit, also weil wir am Anfang tatsächlich diesen Problemraum erstmal explorieren und erstmal schauen, wo genau sind die Bedürfnisse. Da investieren wir relativ viel Zeit im Design Thinking. Und das ist die erste Hälfte, das sind die ersten 3 Schritte des Prozesses. Und dann geht es weiter in den Lösungsraum. Und wenn wir nämlich genau wissen, mit wem wir es zu tun haben, also wenn wir uns genau auskennen in unserem Problemraum, dann erst entwickeln wir Lösungen. Und dann geht das relativ schnell tatsächlich mit den Lösungen. Und wir nutzen da wirklich Kreativmethoden, die einfach auch helfen, in andere Richtungen zu denken. Ne, also wir nutzen auch Methoden wie Act like other companies. Wir holen uns Inspiration aus anderen Branchen. Wir holen uns Inspirationen, die erstmal gar nichts mit dem Problem zu tun haben, da rein. Also wenn ich mir das so anschaue, klingt es so, als ob dann das kreative Innovativsein der geringste Teil ist am Design Thinking Prozess. Kann man das so sagen? Also ich sag mal so, es ist ein Prozess, in dem die linke und rechte Gehirnhälfte auf jeden Fall aktiviert wird und gebraucht wird. Wir denken analytisch und wir denken kreativ. Und es ist ein gleichwertiger Prozess. Also Problemraum und Lösungsraum sind tatsächlich gleichwertig. Das Ding ist nur, dass der Mensch normalerweise so tickt, du gibst ihm ein Problem und er sucht eine Lösung. Und das funktioniert aber oft nicht, weil nämlich dieses ganze Verständnis und diese ganzen Perspektivwechsel fehlen. Und deswegen hacke ich da so ein bisschen drauf rum, dass man wirklich dieses Problemverständnis einfach aufbaut. Und auch in der Ausbildung bei uns erziehen wir unsere angehenden Coaches dazu, ihre Ideen, die sie während des Problemraums generieren, auf einen Ideenparkplatz zu hängen, hinten an die Wand. Und dann sage ich immer, die sind nicht verloren, die Ideen. Wir heben sie auf, schreib sie auf oder schreib sie aufs Miroboard, auf ein Post-it. Aber jetzt konzentriere dich wieder auf das Problemverständnis. Weil wenn wir zu schnell mit Ideen sind, dann gehen wir in einen langen Umsetzungsprozess, implementieren diese Ideen und merken dann erst am Ende, oh, kein Resultat, funktioniert ja nicht. Und da wollen wir halt schneller sein, wir wollen agiler sein. Wir möchten ständig in Kontakt mit dem Kunden co-kreieren. Also wir gehen immer wieder in den Kontakt mit dem Kunden, auch mit unseren Lösungen, um halt zu gucken, funktioniert es, kommt das an? Also das heißt, wenn du gerade so ein Wort co-kreieren, co-creation mit einem Kunden ansprichst, wenn ich jetzt im Vertrieb an wirklich den mit einem Kunden zusammen eine Lösung entwickeln möchte oder maßgeschneidert für den Kunden eine Lösung mitentwickeln möchte.
kann ich einen Design Thinking Prozess nutzen? Auf jeden Fall. Und ist es dann schwierig, die Kunden zu überzeugen, dass sie mir erstmal, also es klingt gerade so, als ist eben diese erste Phase, diese Phase, wo ich mir das Problem anschaue, das ist circa, das ist eine ziemlich lange Phase. Wie überzeuge ich dann jemanden darum, dass es so wichtig ist, das anzuschauen? Also ich mache eigentlich keine Überzeugungsarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache Design Thinking, weil ich dran glaube. Mhm. Und die Firmen, die zu uns kommen, die glauben auch dran. Oder die haben davon gehört, dass es einfach wirklich zu guten Lösungen führt und sind offen dafür. Also das ist auch wirklich ein gemeinsamer Explorationsprozess. Also dass die im Unternehmen lernen, es lohnt sich tatsächlich in Innovation zu investieren. Und ja, es braucht Ressourcen. Und zwar nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch räumliche, wenn man es vor Ort macht. Aber auch die Mitarbeiter müssen freigestellt werden. Und wenn ich jetzt nicht nur so einen zweitägigen kleinen Design Thinking Workshop machen will, sondern ein ganzes Pilotprojekt vielleicht, dann muss ich natürlich auch Mitarbeiter über einen gewissen Zeitraum diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist auch ein Lernprozess. Also wenn ich ein Unternehmen bin, was immer nur darauf guckt, dass es aktuelle Prozesse am effizientesten durchführen kann, dann stirbt dieses Unternehmen irgendwann, weil es nämlich nicht in die Zukunft blickt. Weil es immer nur versucht, dass jetzt alles funktioniert. Und das sind die Unternehmen, die dann wahrscheinlich in Kürze, sage ich mal, weil sich gerade so viel ändert, einfach sterben werden. Und die Rede ist ja auch schon von vielen Zombie-Unternehmen aktuell, die eigentlich schon insolvent sind. Diese Unternehmen müssen sich jetzt halt auch einfach aufmachen auf den Weg. Und sie müssen sich ein paar Fragen stellen. Sie müssen sich fragen, welche neuen Bedürfnisse haben unsere Kunden? Welche neuen Prozesse müssen wir intern etablieren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben? Und wie kann unsere Zukunft aussehen? Also wie verändern sich vielleicht auch unsere Produkte zukünftig? Und wer sich diese drei Fragen jetzt gerade in dieser Zeit nicht stellt und nicht in Innovation investiert, der wacht eines Morgens auf und merkt, links und rechts ist die Konkurrenz einfach aus dem Boden geschossen mit neuen Ideen und Kunden brechen weg. Okay, und wenn ich jetzt sage, ich fange diesen Design-Thinking-Prozess jetzt bei mir in der Firma an, brauche ich dazu unbedingt einen externen Facilitator oder kann ich das auch intern besetzen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen kann man natürlich immer auf einen externen Berater zurückgreifen, der Design-Thinking einfach schon im Blut hat und der wirklich in der Lage ist, so ein Anfängerteam erstmal in den Prozess einzuführen und dann halt auch in einem längeren Prozess zu coachen. Das ist so die eine Variante. Und die andere Variante, die ich eigentlich toll finde, ist, dass man in Unternehmen Design Thinking Coaches ausbildet. Also das sind dann so die sogenannten First Mover, die dann halt auch wirklich intern die Kultur auf das nächste Level heben, die diese Innovationskultur so langsam von innen heraus reinfließen lassen ins Unternehmen, vielleicht Kollegen mitreißen, Kollegen begeistern und einfach für einen Cultural Change sorgen auch. Und ich finde beides legitim. Es kommt wirklich aufs Unternehmen an. Also wie innovativ ist dieses Unternehmen? Wollen die gerade noch auf internes Wissen zurückgreifen oder wollen die wirklich Innovationen zum festen Bestandteil machen und ihre Kultur verändern Schritt für Schritt? Und das ist ein Invest. Und da muss auch einfach ein Wille dahinter sein. Und dann kann man auch auf jeden Fall einen Weg finden, das umzusetzen. Und wenn wir jetzt schon über Teams und Strukturen und ein bisschen so auf Mindset gerade reden, jetzt, wir sitzen momentan alle relativ verstreut im Homeoffice oder in Schicht-Office-Besetzungen da. Und kann uns Design Thinking da helfen, dass wir innovativer im Team zusammenarbeiten? Ja, absolut. Und zwar, dieses Design Thinking besteht ja aus ganz vielen Bestandteilen. Mhm. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass wir total visuell arbeiten. Ne? Dass wir immer mit Post-its arbeiten, unsere Ideen aufschreiben.
Eine andere Sache ist, dass wir auch immer Warm-ups machen, dass wir immer wieder gucken, dass das Team auf eine gute Energie kommt, also auf ein gutes Level kommt, aber auch Cooldowns, wenn wir super intensive Team-Sessions haben, dass wir auch wieder runterkommen und mal wieder zur Ruhe kommen, zur inneren Kraft kommen. Wir nutzen Timeboxing, also das heißt, dass wir keine ewig langen Meetings haben, sondern dass wir sagen, wir haben bestimmte Zeit und dann haben wir bestimmtes Ergebnis erreicht in der Zeit. Und das sind jetzt so drei Beispiele von Arbeitskultur, die kann ich ja auch einfach in dem normalen Teamzusammenhang anwenden. Und das machen auch ganz viele Leute, mit denen ich arbeite oder die Ausbildung bei uns gemacht haben. Die sagen ab sofort, ich nehme immer einen Timetimer mit in die Meetings. Oder wir arbeiten nur noch im Stehen, weil sonst dauern die Meetings viel zu lange. Also so ganz viele Sachen, die wir machen in unserer Arbeitskultur, die kannst du einfach dir rauspicken und übertragen. Okay, super spannend. Dann schauen wir noch kurz, ob wir noch eine andere Frage bekommen haben. Und zwar noch eine Frage auf Vertriebsteams intern. Gibt es da Möglichkeiten, Design Thinking im Vertriebsteam intern anzuwenden? Genau, also ich finde das eine spannende Idee. Ich habe es selber noch nicht erfahren, aber wir hatten ja in unserem Kennenlerngespräch, hatten wir auch schon darüber gesprochen. Und ich hatte die Idee, dass es tatsächlich extrem spannend sein kann, bei hochpreisigeren Produkten auch ein Vertriebsteam im Design Thinking zu schulen, weil es ja im Vertrieb immer darum geht, zu verstehen, mit welchen Menschen habe ich es zu tun. Also wer steht da vor mir? Und Design Thinking ist halt dieser unglaublich empathische Prozess. Also es geht ja ganz viel um Empathie und um das Begreifen des anderen Menschen, also wirklich dieses sich reinfühlen. Und wenn ein Sales-Mitarbeiter in der Lage ist, wirklich Fragen zu stellen, die ihm ein tiefes Verständnis über die andere Person geben, die vielleicht mit dem Produkt erstmal gar nicht unbedingt was zu tun haben, was verkauft werden soll, dann kann eine ganz andere Connection hergestellt werden. Und dann können auch plötzlich ganz neue Lösungsideen kommen. Was verkaufe ich dem oder wie verkaufe ich dem das am besten? Und was braucht der wirklich? Also wie kann ich dem Menschen wirklich helfen? Und ich nenne das auch so Selling from the Heart. Also der beste Sales ist ja der Sales, wo ich einfach nur einer Person helfen möchte, ihr Leben auf irgendeine Weise zu verschönern, zu verbessern. Und das sind ja eigentlich die besten Verkäufer, die es wirklich ehrlich meinen. Und deswegen passt es mit Design Thinking einfach so an der Stelle, weil wir halt dieses tiefe Nutzerverständnis aufbauen. Also geht es eigentlich um einen Mindset-Shift hin, dass ich den Nutzer besser verstehe und besser begreife und Empathie entgegenbringe. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, als Gründerin von Design Thinking Coach verkaufe ich ja auch unsere Ausbildung. Und mein Sales-Prozess sieht zum Beispiel so aus, dass ich Coaching-Calls anbiete, wo ich sage, wir sprechen zusammen eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde und gucken, passt diese Ausbildung zu dir? Kannst du deine Ziele erreichen damit? Und wenn ich jemanden dran habe, wo ich merke, der sollte jetzt gar nicht so viel Geld investieren, das passt gerade nicht in seine Vita oder eigentlich ist der Mensch zu verzweifelt oder ich merke einfach, es ist kein Fit, dann sage ich das denen tatsächlich auch. Also da muss ich echt sagen, bin ich dann mehr Design-Thinkerin als Verkäuferin an der Stelle, weil ich möchte nur Menschen in unserer Ausbildung haben, die einen Transformationsprozess durchmachen und die wirklich zufrieden sind dann auch und glücklich sind. Weil ich habe ja mit diesen Menschen dann auch zu tun. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Ethik auch an der Stelle zu tun. Und da muss auch jeder Verkäufer und jedes Unternehmen, glaube ich, für sich wissen, was ist unsere Ethik und unsere Werte. Und wie passt es authentisch noch zur Person zusammen? Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt am Ende angelangt und jetzt würde ich noch gerne dich fragen, welche Denker, Denkerinnen haben dich so geprägt? Gibt es irgendwelche Bücher, Menschen, Podcasts, was dich inspiriert, was du empfehlen könntest? Ich habe die Frage gelesen vorhin, dass du die stellen möchtest und habe echt so gedacht, so oh mein Gott, ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der sich die ganze Zeit fachlich informiert mit Podcasts. Was mich aber zum Beispiel total inspiriert, ist
eher spirituelle Themen, wie zum Beispiel Michael Singer, der Autor. Mhm. Der hat dieses Buch geschrieben, Die Seele will frei sein. Mhm. Und als ich dann vorhin darüber nachgedacht habe, sage ich das jetzt, weil es ja irgendwie so ein bisschen off-topic, habe ich dann gedacht, es ist eigentlich gar nicht off-topic, weil Design Thinking für mich auch immer, also für mich geht es immer darum im Design Thinking, dass der Mensch seinen kreativen Flow wiederfindet, dass der Mensch spürt, wie viel er eigentlich erschaffen kann und wie, was er eigentlich drauf hat. Und das ist unheimlich bestärkend, neue Resultate dann auch in Teams zutage und bringt Zufriedenheit und verbessert eine Firmenkultur. Und, da ist halt für mich dann so diese Connection von Design Thinking, so ja, es geht um die kreative Bekräftigung und um, um den Ausdruck des Menschen letztendlich. Ja, super, danke schön. Dann, wenn Teilnehmer von dem heutigen Talk dich gerne kontaktieren würden, was wären die besten, dein präferierter Kanal? Also direkter Kontakt natürlich gerne auf LinkedIn. Pauline Thonhauser findet man mich. Und sonst, wer jetzt sagt, ich kenne Design Thinking eigentlich noch gar nicht so genau, würde mal gerne wissen, wie funktioniert dieser Prozess jetzt wirklich im Detail. Auf unserer Website designthinkingcoach.de haben wir so einen kostenlosen E-Mail-Kurs. Und das ist super schön, einfach um es ganz niederschwellig mal kennenzulernen. Ja, super. Dann Pauline, danke für das heutige Gespräch. Danke, Annette. War sehr schön. Ja, damit sind wir am heutigen Ende. Seien Sie das nächste Mal wieder dabei. Am 11. Februar mit Tamara Schenk, hier wieder live auf LinkedIn, über Sales Enablement im Jahr 2021.